Hallo liebe frischgebackene Mama, hallo lieber frischgebackener Papa. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. In diesem Video möchte ich dir gerne einen kleinen Einblick in mein bald erscheinendes Online-Programm geben. Die Babymassage nach Frédéric Leboyer. Diese wunderbare Massagetechnik eignet sich ganz hervorragend, um in den ersten Lebenswochen eine engere Beziehung zu deinem Nachwuchs aufzubauen, Berührungsängste abzubauen und deinem Baby mit speziellen Massagegriffen bei Bauchschmerzen und Koliken ein wenig Erleichterung zu verschaffen. Mein Name ist Marie, ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungs- und Pränatal-Yoga-Lehrerin. Schön, dass du da bist. In diesem Video erlernen wir gemeinsam die Erdung, eine kleine Einstimmung für dich und dein Baby auf die Massage und anschließend zeige ich dir, wie du die Arme und Beine deines Babys massierst. Hier werden erste Berührungsängste abgebaut und dein Baby kann seine erste Massage genießen. Nebenbei erkläre ich dir das ein oder andere zur Babymassage und beschreibe dir ausführlich, wie die Griffe angewendet werden. Für die Massage brauchst du ein Handtuch oder eine Decke, 2 bis 3 Eimerwickelunterlagen, ein bisschen Öl und der Raum sollte 22 bis 23 Grad warm sein. Los geht's! Herzlich willkommen zur ersten Einheit Babymassage. Schön, dass du da bist. Wir werden jetzt gleich direkt starten. Dein Baby liegt bereit. Du hast ein Handtuch drunter gelegt, darauf eine wasserfeste Einmalunterlage. Der Raum ist schön warm, auf 22 bis 23 Grad aufgeheizt. Dein Öl steht bereit. Und es wäre noch super, wenn du ein paar Hinweise beachten würdest. Bitte Ringe ausziehen, die deinem Baby beim Massieren wehtun könnten. Und deine Fingernägel sollten nicht zu lang sein. Auch das könnte dein Baby stören oder du könntest deinem Baby aus Versehen wehtun. Gut, wir starten jetzt gemeinsam mit der Erdung. Die machen wir vor jeder Massageeinheit und wir machen sie am Schluss, damit dein Baby weiß, dass es jetzt massiert wird. Dafür bitte ich dich erstmal ohne Öl, deine Hände ein bisschen vorzuwärmen. Die Zeit kannst du auch gerne nutzen, um ein paar tiefe, entspannte Atemzüge zu nehmen, damit auch du gleich bei der Massage schön entspannt bist und nicht aufgeregt, weil alles an Aufregung und Unruhigsein überträgt sich natürlich auch auf dein Baby. Sehr schön, jetzt sind die Hände warm genug und wir starten mit der Erdung. Wir legen die Hände auf die Schultern. Du darfst einen leichten Druck nach unten geben. Wir gehen weiter zu den Ellbogen. Auf die Handgelenke. Bitte auf die Hüfte. Auf die Knie, und wir legen die Fersen in die Hand, Innenflächen in die Mitte und umschließen die Knöchel zum Abschluss. Sehr schön, dann leg doch mal bitte die Beine ab. Das war die Erdung und jetzt darfst du dir ein bisschen Öl nehmen. Aus deinem Schälchen oder aus deinem Töpfchen. Und wir starten jetzt mal mit den Beinen. Wenn wir die Arme und die Beine, also die Extremitäten massieren, starten wir immer mit dem Körperteil, was weiter weg ist vom Herzen. Das Herz ist hier auf dieser Seite bei deinem Baby. Das heißt, wir starten jetzt gleich mit dem Bein, was links vor uns liegt. Dann nimm dir doch bitte mal das Bein. Und wir streichen das Bein als erstes aus, von der Hüfte bis hoch zum Fußgelenk. Die Finger und auch der Daumen umschließen das Bein und es gleitet nach oben die Hand. Immer schön im Wechsel, sodass es eine fließende Bewegung ist. Eine Hand stützt das Bein und die andere startet schon mal wieder unten. Der Daumen geht an der Rückseite des Beins entlang und die anderen 4 Finger streichen vorne. Wir
fühlen uns jetzt erstmal so ein bisschen in diesen Massagegriff rein, in diese ganzen neuen Techniken. Das heißt, wir machen das jetzt auch ein paar Mal mehr als in den nächsten Einheiten, wenn wir schon wissen, wie der Griff funktioniert. Solltest du merken, dass dein Baby kalt wird, das merkt man meistens sehr gut an den Armen und Beinen, dann kannst du dir gerne noch ein weiteres Handtuch dazu nehmen und dein Baby teilweise zudecken, damit ihm nicht kalt wird. Sehr schön, wir streichen jetzt nochmal so 2-3 Mal. Von der Hüfte bis hoch zum Fußgelenk und wir gehen jetzt mal über zum nächsten Massagegriff. Hier legen wir beide Hände übereinander ans Bein und wir wringen. Also als würden wir ein Handtuch auswringen wollen. So bewegen sich die Hände Stück für Stück nach oben bis zum Fußgelenk und da gehen wir noch mal so ein bisschen am Knöchel um das Fußgelenk drumherum und dann starten wir wieder unten an der Hüfte und die Hände bewegen sich langsam nach oben. Hier musst du nicht umgreifen, also wenn deine rechte Hand unten, wenn du hier angefangen hast, wenn die oben war und geführt hat, dann bleibt die ganze Zeit oben und die Hände bewegen sich zueinander und voneinander weg. Oben ums Fußgelenk streichen und wir gehen wieder nach unten zur Hüfte und starten dort. Auch hier nimm dir die Zeit, um dich in den Griff einzufühlen. Guck, wie dein Baby darauf reagiert. Und wichtig, mach das ganz in Ruhe, in deinem eigenen Tempo. So, wir streichen ein letztes Mal von der Hüfte bis hoch zum Fußgelenk. Und dann bleiben wir hier oben. Wir wollen jetzt nämlich den Fuß massieren und wir stützen das Fußgelenk mit den Fingern. Schau mal, was für dich am angenehmsten ist. Ich klemme mir das Fußgelenk meistens zwischen meine Finger und streiche dann von der Ferse bis hoch zu den Zehen. Immer schön im Wechsel mit dem Daumen um die Fußsohle so ein bisschen zu bearbeiten. Sehr schön, dann können wir jetzt schon mal übergehen zum nächsten Griff. Greif doch mal bitte das Fußgelenk mit der einen Hand. Es ist auch wirklich vollkommen egal, ob du die rechte oder linke Hand nimmst. Und mit der anderen Hand streichen wir über die Fußsohle. Auch hier wieder von der Ferse bis hoch zu den Zehen. Dann gehen wir jetzt mal über zu den Zehen. Wir drücken jetzt ganz leicht die Zehen. Einen nach dem anderen. Sehr schön. Und jetzt zupfen wir die Zwischenräume, aber nicht nur die Zwischenräume. Wir starten vor dem ersten Zeh
zupfen die Zwischenräume und enden nach dem letzten Zeh. Auch hier ist es egal, ob du am großen Zeh startest oder ob du lieber am kleinen Zeh starten möchtest. Super. So, vielleicht hast du ein bisschen was an Fusseln gefunden. Und wir umschließen die Hand jetzt noch zum Abschluss. Dann legen wir dieses Bein zur Seite und wir gehen über zum anderen Bein. Auch hier geht's los mit dem Ausstreichen von der Hüfte bis hoch zum Fußgelenk. Wenn du zwischendurch das Gefühl hast, dass es nicht mehr so gut geht mit der Massage, dann darfst du auch noch mal ein bisschen Öl natürlich nachnehmen, damit das wieder besser funktioniert mit dem Massieren. Sehr schön, dann gehen wir auch hier über zum Wringen. Wir legen wieder von an der Hüfte unten beide Hände übereinander ans Bein und wringen uns langsam Stück für Stück nach oben bis zum Fußgelenk. Bleiben hier, gehen nochmal ein bisschen hin und her und starten wieder unten an der Hüfte. Wir bringen ein letztes Mal von der Hüfte bis hoch zum Fußgelenk. Und dann bleiben wir auch hier oben am Fußgelenk, stützen das Fußgelenk und streichen abwechselnd mit dem Daumen von der Ferse bis hoch zu den Zehen. Immer schön im Wechsel. Super, wir greifen das Fußgelenk mit der einen Hand und streichen mit der anderen Hand von der Ferse bis hoch zu den Zehen. Wir streichen noch zwei, dreimal über die Fußsohle und gehen noch auf dieser Seite über zu den Zehen. Wir drücken ganz leicht die Zehen, eine nach dem anderen. Sehr schön. Und auch hier geht's über zu den Zwischenräumen. Super, wir umschließen den Fuß zum Abschluss und wir legen das Bein beiseite. So, dann machen wir jetzt weiter mit den Armen. Das Schöne ist, die Arme werden genauso massiert
wie die Beine. Das heißt, theoretisch kennen wir die Grundmassagegriffe jetzt schon und probieren sie einfach mal gemeinsam aus. Auch hier gilt wieder, wir starten mit dem Körperteil, was weiter weg vom Herzen ist. Das heißt, wir starten mit dem Arm, der links vor uns liegt und streichen auch hier den Arm erstmal aus. Hier ist es dann von der Schulter bis zum Handgelenk. Super, dann gehen wir auch hier mal über zum Wringen. Auch hier bewegen wir die Hände gegeneinander, arbeiten uns hoch zum Handgelenk und streichen nochmal ein bisschen ums Handgelenk herum und starten dann wieder an der Schulter. Wir wringen ein letztes Mal und bleiben dann bitte einmal hier oben am Handgelenk. Wir stützen auch jedes Handgelenk wieder mit den Fingern und streichen abwechselnd mit dem Daumen durch die Handinnenfläche. So, wir gehen über zum zweiten Griff an der Hand. Wir greifen das Handgelenk mit der einen Hand und streichen mit der anderen Hand durch die Handinnenfläche. Super, dann gehen wir auch hier weiter zu den Fingern. Wir drücken ganz leicht die Finger. Und wir zupfen auch hier die Zwischenräume und wir starten auch hier vor dem Daumen und enden hinter dem kleinen Finger. Oder halt umgekehrt, je nachdem, auf welcher Seite du anfängst. Super, dann umschließ doch bitte die Hand zum Abschluss. Und wir legen den Arm beiseite und gehen über zur anderen Seite. Auch hier geht's wieder los mit dem Ausstreichen. Von der Schulter bis hoch zum Handgelenk. Und wir gehen auch hier einmal über zum Wringen. Die Hände bewegen sich gegeneinander, arbeiten sich von der Schulter bis hoch zum Handgelenk. Und dann starten wir wieder unten an der Schulter. Super.
Wal und wir bleiben hier oben am Handgelenk. Stützen auch hier wieder mit den Fingern das Handgelenk und streichen abwechselnd mit dem Daumen durch die Handinnenfläche. Sehr schön, wir greifen bitte einmal das Handgelenk und streichen mit der flachen Hand durch die Handinnenfläche. Sehr schön, dann gehen wir auch hier über zu den Fingern. Wir drücken ganz leicht die Finger. Und zum Abschluss zupfen wir auch noch die Zwischenräume. Sehr schön. Dann umschließen wir die Hand zum Abschluss. Und wir legen den Arm beiseite. Sehr schön, dann machen wir die Massage jetzt nochmal durch. Wir massieren jetzt nochmal einmal die Beine und die Arme, damit sich das Ganze auch im Gedächtnis festsetzt. Wir starten also wieder mit dem Bein, was rechts vor uns liegt, und streichen das Bein aus. Letztes Mal und wir gehen über zum Wringen. Wir starten an der Hüfte, bewegen die Hände schön gegeneinander und wandern langsam hoch zum Fußgelenk. Und dann starten wir wieder unten an der Hüfte. Und auch hier ein letztes Mal. Wir bleiben hier oben, stützen das Fußgelenk und streichen abwechselnd mit dem Daumen von der Ferse bis hoch zu den Zehen. Super, dann greif doch bitte mal das Fußgelenk mit der einen Hand und streiche mit der anderen Hand über die Fußsohle. Sehr schön. Wir gehen über zu den Zehen. Wir drücken ganz leicht die Zehen. Mal und wir zupfen die Zwischenräume. Super, dann umschließen wir den Fuß zum Abschluss. Legen das Bein beiseite und wir gehen nochmal über zum anderen Bein.
letztes Mal und wir gehen auch hier nochmal über zum Wringen. Von der Hüfte bis hoch zum Fußgelenk und da streichen wir nochmal ein bisschen hin und her. Die Hände bewegen sich schön gegeneinander. Super. Und ein letztes Mal. Und wir bleiben dann auch hier oben am Fußgelenk. Stützen das Fußgelenk auch hier wieder mit den Fingern und streichen abwechselnd von der Ferse bis hoch zu den Zehen. Super, dann greifen wir das Fußgelenk mit der einen Hand und streichen mit der anderen Hand über die Fußsohle. Und wir gehen über zu den Zehen. Wir drücken ganz leicht die Zehen. Und wir zupfen die Zwischenräume. Sehr schön, dann umschließ bitte einmal den Fuß zum Abschluss und leg das Bein beiseite. Wir gehen nochmal über zu den Armen. Wir starten wieder mit dem Arm, der links vor uns liegt und streichen den Arm erst einmal aus, von der Schulter bis zum Hand. Super, und wir gehen über zum Wringen. Auch hier von der Schulter bis zum Handgelenk. Am Handgelenk gehen wir nochmal so ein bisschen hin und her. Wir streichen und wringen ein letztes Mal nach oben bis zum Handgelenk. Wir stützen das Handgelenk mit den Fingern und gehen abwechselnd mit dem Daumen durch die Handinnenfläche. Immer schön im Wechsel. Dann greifen wir das Handgelenk mit der einen Hand und streichen mit der anderen Hand durch die Handinnenfläche. Und wir gehen über zu den Fingern. Wir drücken ganz leicht die Finger. Und wir zupfen auch hier die Zwischenräume.
Super. Dann umschließ bitte die Hand zum Abschluss. Wir legen den Arm beiseite und wir gehen nochmal über zum Arm, der rechts vor uns liegt und streichen den Arm aus. Super, wir gehen über zum Verringen. Von der Schulter bis hoch zum Handgelenk. Am Handgelenk streichen wir nochmal ganz bewusst so ein bisschen hin und her, bevor es wieder runter zur Schulter geht. Und ein letztes Mal und dann bleib bitte hier oben am Handgelenk. Wir stützen das Handgelenk mit den Fingern und streichen abwechselnd mit dem Daumen durch die Handinnenfläche. Wir greifen das Handgelenk mit der einen Hand und streichen mit der anderen Hand durch die Handinnenfläche. Und wir gehen über zu den Fingern. Wir drücken ganz leicht die Finger. Und wir zupfen noch die Zwischenräume. Wir umschließen die Hand zum Abschluss. Sehr schön, dann legen wir den Arm beiseite und wir enden auch wieder mit der Erdung und legen die Hände als erstes auf die Schultern. Die Ellbogen. Auf die Handgelenke. Die Hüfte. Die Knie. Und wir legen die Fersen in die Handinnenflächen in die Mitte und umschließen die Knöchel. Sehr schön, dann darfst du die Füße beiseite legen. Vielen Dank, das war die erste Einheit Babymassage. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wir sehen uns in der zweiten Einheit wieder. Dann zeige ich dir, wie die Brust und der Bauch massiert werden. Das war die erste Einheit der Babymassage nach Le Boyer. Ich hoffe, dir und deinem Baby hat es Spaß gemacht und ihr konntet ein wenig Entspannung und gemeinsame Zeit miteinander genießen. Wenn du gerne wissen möchtest, wie es weitergeht und die komplette Massage erlernen und mit deinem Baby ausprobieren möchtest, folge einfach dem Link unten in der Infobox. Und nun wünsche ich dir viele entspannende Momente mit deinem Baby. Deine Marie.